Dort oben liegt die Burg Teck und da werde ich jetzt hochgehen. Ja, hallo zusammen. Heute bin ich in der Gemeinde Oven. Wir Schwaben sagen Aue dazu. Und hier in Oven, gibt es eine wunderschöne Burg Teck und die werde ich heute besuchen. Sind vom Bahnhof Aue aus ungefähr 3,5 Kilometer, also 40, 50 Minuten zum Laufen. Und ja, und ich mache jetzt den Aufstieg hoch zur Burg Teck. Ach, da geht es ganz schön hoch zur Teck, aber es sind jetzt noch genau 800 Meter bis zur Burg Teck und ja, auf geht's, packen wir's. Da muss ich noch hoch, 800 Meter, auf geht's, packen wir's. Puh. Laut der Tafel da oben sind es noch 300 Meter bis zur Burg Teck. Boah, wunderbar hier zum Laufen. Es geht mächtig hoch. Also für mich, ich spitze schon überall. Aber das macht mir nichts aus. Da hoch noch 300 Meter und ich bin am Ziel von der Burg Teck. Ziel erreicht, Burg Teck. So, ich bin jetzt auf dem Turm von der Burg Teck und mein Blick zeigt gerade Richtung Altbach-Plochingen. Hier sind die Türme von Altbach und hier ungefähr ist ein Stumperhof da oben. Wunderbar, tolle Aussicht, oder? Heute eine grandiose Aussicht von der Burg Teck nach allen Himmelsrichtungen. Eine grandiose Aussicht, klare Sicht nach allen Richtungen, nach allen Seiten. Wunderbar, traumhaft. Ich kann es euch nur mal empfehlen, geht hoch auf die Burg Teck, macht einen Ausflug hierher. Es ist einfach umwerfend. Schaut mal. Ja. Traumhaft, oder? Eine wunderbare Aussicht. Also ich kann es euch nur bestens empfehlen. Besucht mal die Burg Teck. Ach übrigens, auf der anderen Seite drüber ist der Neufen, ist auch eine Burg. Und ja, ich bin geflasht, einfach nur geflasht. Ja, wunderschön war es hier oben auf der Burg Teck. Ich gehe jetzt runter nach Oven oder vielmehr auch nach Auen. Werde mir noch ein bisschen die Gemeinde, die Stadt da unten anschauen. Da soll es auch noch Sehenswertes geben. Und ja, ich kann es jedem nur empfehlen, wenn ihr hier auf der Schwäbische Alb seid, im Raum Kirchheim, Aue, Bissingen, besucht die Burg Teck. Es ist sehr lohnenswert. Und wie gesagt, heute war eine tolle Aussicht nach alle Himmelsrichtungen. Einfach nur perfekt. So, und ich gehe jetzt wieder drei Kilometer ungefähr zurück Richtung Oven bzw. Auen.